Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld bei Transparenz TV. In der heutigen Sendung geht es um das Thema Kirche und Weltkrieg, Weltkrieg I, Weltkrieg II. Heute die Premiere ist am 1. September, dem Antikriegstag, und ich freue mich sehr, dass mein Gast Peter Bürger aus Düsseldorf gekommen ist. Herzlich willkommen. Ja, danke Clemens für die Einladung. Peter Bürger ist katholischer Theologe, der aber nie bei der Kirche gearbeitet hat, examinierter Krankenpfleger und seit 2000 freier Publizist, hat sehr viele Bücher inzwischen verlegt bei Publikforum und anderen Verlagen. Wie wird man eigentlich ein christlicher Pazifist? Pax facere heißt ja Frieden machen, das heißt den Frieden wirklich tun. Wie wird man Pazifist? Ja, ich hätte gerne eine allgemeingültige Antwort darauf, dann hätte die Friedensbewegung heute auch den Nachwuchs. Also heute ist möglicherweise wichtig, zukünftige barbarische Zivilisationsszenarien vielleicht in Spielfilmen oder fiktionalem Kino zu vermitteln. Bei mir war der Weg wirklich klassisch, so wie bei den meisten älteren Pazifisten in Deutschland, dass man nämlich im Generationenaustausch die Geschichte von zwei Weltkriegen mitgemacht hat. Also die Leidensgeschichte noch von den eigenen Vätern und Großvätern erzählt bekommen. Ich habe mir das immer überlegt, wie kam es, dass ich eigentlich als jemand, der in der Jugend recht konservativ politisch unterwegs war, ich war Kreisvorsitzender der christdemokratischen Schülerorganisation, nie auf die Idee gekommen bin, zum Militär zu gehen. Und ich bin auch nie auf die Idee gekommen, dass die Religion Jesu, die man in der katholischen Dorfkirche vom Kindesbeinen an alltäglich mitbekam, mit dem Töten vereinbar war. Ich glaube, dass es wirklich mit dieser familiären Geschichte zu tun hat. Mütterlicherseits, der Großvater hat drei Brüder verloren, im Ersten Weltkrieg kam schwer verwundet zurück. Meine Mutter hat aus einer Familie mit 9 Kindern, das waren alles arme Leute, Familien, zwei Brüder verloren. Mein Vater hat zwei Brüder verloren und sein Vater hat auch zwei Brüder verloren. Und hier gibt es eine besondere Geschichte. Der Opa in Bremscheid hatte 11 Kinder und hat 2 von denen Franz und Anton genannt, weil das seine Brüder waren, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Hm. Im Zweiten Weltkrieg fielen dann genau die beiden seiner Kinder, die er im Andenken an die auch Franz und Anton genannt hat. 2 Grabmäler im Dorf, 2-mal Franz und Anton Bürger. Und mein Papa hat immer erzählt, der Opa war als Schneider und Kleinbauer, er war ein fröhlicher Mensch, er hat jeden Tag gesungen. Und als der Erste aus Russland nicht mehr zurückkam, da ist die Musik aus dem Haus geschwunden. Das hat mich als kleines Kind immer schon tief berührt. Ich wäre vielleicht später auch Pazifist geworden im Krankenhaus, in einer Kieferchirurgie, habe ich Menschen gesehen, die im iran-irakischen Krieg zerfetzte Gesichter hatten, Minenopfer aus Afghanistan. Aber die wichtigste Wurzel ist tatsächlich noch die Erinnerungs- und Leidensgeschichte der eigenen Eltern an zwei Weltkriege. Ich habe mich immer gefragt, warum man eigentlich von Gefallen spricht oder er ist gefallen. Wenn ich hinfalle, dann stehe ich wieder auf. Und wahrscheinlich ist schon die Formulierung ein Euphemismus, eine Umkleidung, damit man den Wahnsinn des Krieges überhaupt aushält, weil wer dort gefallen ist, der ist getötet, ermordet worden, zerfetzt und wahrscheinlich wird man es gar nicht aushalten, bei solchen Familiengeschichten dieses Leid zu tragen, zu ertragen. Eine überregionale von dir initiierte ökumenische Erklärung gegen Militärdoktrinen im Dienst nationaler Wirtschaftsinteressen erschien im Jahr 2006. Was war das Anliegen dieser Initiative, die du mit auf den Weg gebracht hattest? Ja, wir hatten 2006 gerade die Weißbuch-Debatte hier in der Bundesrepublik. Und die Frage war auch im ökumenischen Friedensnetz Düsseldorfer Christen und anderer Organisationen, wie können wir Christen uns hier einbringen? Die ökumenische Erklärung sollte jetzt nicht die reine pazifistische Lehre sein, sondern sozusagen ein ökumenischen Minimalkonsens der christlichen Ethik, dass nämlich Militärplanung für Rohstoffinteressen,
für die Energieversorgung, für freie Märkte, für freie Handelswege, für freie Meere, zur Abwehr der Armutsmigration oder heute wäre das der Klimamigration etc. Kurzum für nationale wirtschaftliche Interessen, dass solche Militärdoktrinen mit der christlichen Ethik nicht vereinbar sind. Damals haben das über 3000 Leute mitgetragen, auch teilweise einzelne internationale Unterstützung. Das Traurige war, für diesen Minimalkonsens, der also wirklich gar nichts Bahnbrechendes ist. Es gibt keinen einzigen Theologen, Bischof oder Kirchenleitung, die sagen kann, für diese Wirtschaftsinteressen Militärplanungen zu machen, nationale, auch wenn das in der NATO normal ist, reimt sich mit Christentum zusammen. Das ist überhaupt gar kein Dissens. Das kann auch jeder christliche Soldat, müsste das unterzeichnen können. Aber die großen Kirchen in Deutschland waren nicht in der Lage, das der Öffentlichkeit in einer einfachen Form zu kommunizieren. Und als sich dann der Bundespräsident Köhler verplappert hat, dass es natürlich bei Einsätzen wie in Afghanistan für ein wirtschaftlich so potentes Land wie Deutschland auch um ökonomische Interessen geht, da hat man ja öffentlich gesehen, dass diese Tabuisierung der eigentlichen Kriegsdoktrin wirklich bis hin zum Rücktritt eines Bundespräsidenten führen kann. Das war 2010. Anliegen wäre also heute, dass wenigstens die beiden großen Kirchen, die doch auch vom staatlichen System so profitieren, diesen Minimalkonsens klar machen und das in einer Zeit, in der etwa die katholische Militärministerin in diesem Jahr exakt die gegenteilige Politik zum Beispiel des Bischofs von Rom macht. Das ist antikatholisch. Und sie sitzt im Zentralkomitee der deutschen Katholiken? Zur Belohnung. Zur Belohnung. Wer das Wort Weißbuch zum ersten Mal hört, Weißbuch 2006 erschienen, eines der Grund oder ist das Grundlagenwerk sozusagen der Bundeswehr, wo die wichtigsten Aspekte, was deutsche Sicherheitspolitik soll, festgelegt sind. Und auch dort stand wieder drin, was 1992 zum ersten Mal formuliert wurde, die Bundeswehr auch da zur Aufrechterhaltung von freien Weltmärkten und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt. Dein früherer Studienschwerpunkt war Krieg und Massenkultur. Darunter hast du auch zwei Filmstudien veröffentlicht, Kino der Angst. Bitte die Regie das mal einzublenden. Das ist, glaube ich, ein Wandgraffiti von Düsseldorf mit zwei Fliegern, die in die World Trade Center Türme geflogen sind. Und auch das Buch Bildermaschine für den Krieg. Du hast dafür den Bertha von Suttner Preis bekommen. Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin. Gibt es in diesen beiden Büchern Berührungspunkte auch zu dem Thema, das uns heute in der Sendung beschäftigt, Weltkrieg, Deutschland? Gibt es da Querverbindungen? Ja, es gibt also schon im Kino der Angst und im zweiten Band Bildermaschine für den Krieg eigene Kapitel noch dazu. Und vielleicht sind durch beide Bücher auch beide Aspekte abgedeckt. Im ersten Band Kino der Angst schaue ich, wie seit den 90er Jahren geschichtliche Kriegseinsätze unterhaltsam, also als Militainment, reinszeniert werden. Und da fällt auf, dass dieser einseitige Blick, der Zweite Weltkrieg, the best war ever, im Grunde genommen die Leiden von 60 Millionen Toten dazu missbraucht, ewig dieses Instrument der Städtebombardements des Militärs zu verewigen. Die UNO hat ja das genaue Gegenteil gemacht. Sie hat 1945 gesagt, wir müssen diesem Programm Krieg endgültig ein Ende machen. Das war auch nach diesen Städtebombardements. Es war auch die Erkenntnis, dass im Grunde genommen auch die Niederwertung des Hitlerfaschismus ja leider als Motiv nicht hatte, die Juden, also die Völkermorde zu verhindern. Im Gegenteil, man hat da Hilfsaktivitäten unterlassen. Und das heißt, es wird ein Geschichtsbild geformt, wir müssen ewig mit einer riesigen Massenmord- und Militärmaschine den Hitlerismus bekämpfen.
Und in keinem dieser großen Hollywood-Filme kommt eine neue Zukunftsperspektive, dass man endlich aufhört mit diesem impotenten Militärinstrument, dass man entsprechend der UNO was Neues entwickelt. Also das ist der erste Aspekt. The best war ever wird reproduziert und reproduziert. Und zwar nicht, um die Leiden zu erinnern, sondern um das Programm Krieg in alle Ewigkeit fortzusetzen. Ein zweiter Aspekt vielleicht ganz kurz, der Deutschland betrifft. Hannes Heer hat das vor 15 Jahren sehr gut in einem Buch, Hitler war es, beschrieben. Deutscher Historiker, Wehrmachtsausstellung. Hochverdient mit anderen Militärhistorikern in Deutschland zur historischen Aufklärung und Hannes Heer vor allen Dingen eben auch zur breiten Vermittlung der historischen Ergebnisse. Und der hat sich in diesem Buch ja auch die unterhaltsamen Fernsehprogramme angeguckt. Und man kann sagen, das, was in den 90er Jahren und im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts teilweise auf Leinwand und Bildschirm kam, das dient ja im Grunde genommen dazu, so ein bisschen pseudokritisch zu sein. Auch bei der Wehrmacht gab es auch schwarze Schafe. Aber genau besehen wird trotzdem die Identifikation auch mit den deutschen Soldaten vorwärts gesetzt. Das heißt, im unterhaltsamen Kino, das habe ich in diesen beiden Studien rausgekriegt, wird nicht das Grauen der historischen Erkenntnisse wirklich fiktional umgesetzt, was ja hilfreich sein kann, etwa wie in Schindlers Liste, sondern es kommt wieder der ehrenwerte deutsche Soldat zum Vorschein. Und das war ja nach dem Mauerfall auch nötig, denn man ist ja wieder zurückgekehrt zu jedem Militärmodell, das unserer Verfassung meiner Meinung nach in keiner Weise widerspricht, sondern der Präambel hohn spricht. Was mir bei deinem Buch auch aufgefallen ist, dieser Mythos der erlösenden Gewalt, wie Walter Wink das mal genannt hat, dass wirklich die Gewalt das Mittel ist, um Konflikte zu lösen. Und als Nebeneffekt noch bei Filmen wie Top Gun, die ja Millionen in die Kasse gespült haben, wie das Militär, wie Flugzeugträger, wie Kriegsflugzeuge kostenlos von Militär zur Verfügung gestellt wird, um damit auch Werbung zu machen, um Soldaten zu rekrutieren, als hätten wir aus zwei Weltkriegen nichts gelernt. Das ist offenbar so, dass es da eine große Unterstützung gibt, auch dass diese Filme als propagandistisches Material für die Rekruten Nachwuchsförderung benutzt werden. Ja, das habe ich ja nachgewiesen in den Großproduktionen, die Hollywood, und das ist keine Verschwörungstheorie, weil man kann das im Abspann wirklich recherchieren, wenn man ihn langsam laufen lässt, die Hollywood zusammen mit dem Militär produziert hat. Aber wenn wir hier in der Nähe gucken, in den bundesdeutschen Produktionen, wenn es über Filme wie Stalingrad oder Soweit die Füße tragen hinaus keine fiktionalen künstlerischen Filmbeiträge gibt zum Erschrecken des Zweiten Weltkrieges, dann sieht es ja doch traurig aus um die deutsche Kultur. Es gibt aber nichts dergleichen. Es wird nach wie vor auch im Sinne des U-Boot der attraktive Soldat dargestellt, der deutsche Soldat, der trotzdem noch in einer ehrenwerten Tradition steht. Der Vater war Großadmiral im Ersten Weltkrieg, als wenn der Erste Weltkrieg eine ehrenwerte Geschichte gewesen wäre und so weiter. Im Jahr 2016 hast du an einer internationalen Friedenskonferenz in Rom teilgenommen und mit Blick auf die Weltkriege hast du zusammen mit Wiltrud Rösch-Metzler, der damaligen Bundesvorsitzenden der katholischen Friedensbewegung Pax Christi, einen Impuls eingebracht, die eine Menschheit. Worum ging es da bei eurem Anliegen, das ihr nach Rom gebracht habt? Ja, das, was wir da eingebracht haben, also wir haben es in der englischen Fassung, wir haben es in 6 Sprachenfassungen eingebracht. One Human Family ist natürlich keine Neuerfindung von Pax Christi Sektion in Deutschland, sondern gehört sozusagen wirklich zur Basis des christlichen Bekenntnisses. In der alten Kirche im 3. Jahrhundert hat einer der Schriftsteller gesagt, wir kennen Nationen und Stämme, aber für Gott ist diese ganze Menschheit, diese ganze Welt ein einziges Haus. Und diese Perspektive ist ja jetzt nun gerade im deutschen Kirchentum in 2 Weltkriegen komplett verraten worden.
Im 19. Jahrhundert findet man das noch in den katholischen Büchern hier, aber in zwei Weltkriegen ist das verloren gegangen. Man hat die völkische Identität mit der eigenen Nation und noch dazu mit der eigenen Kriegsnation quasi in den Katechismus reingeschrieben. Antikatholischer geht es nicht mehr. Und deswegen dachten wir, wir als deutsche Sektion, wir können diesen Impuls einbringen. Wir sind sogar besonders dazu verpflichtet aufgrund der deutschen Geschichte. Vorgetragen hat es dann übrigens ein sehr liebenswürdiger afrikanischer Erzbischof Jean-Baptiste, mit dem ich abends ein Abendessen hatte und der es auch die Einheit aller Völker mit seinen beiden Handseiten, hell und dunkel, zeigen konnte, Frauen und Männer. Jetzt war natürlich unsere Idee auch noch dabei, Leonardo Boff hat gesagt, die ganze Zivilisation steht heute vor einer Entscheidungsphase, die so brennend ist und wirklich in so kurzen Zeiträumen. Und es entscheidet sich, entweder gehen alle gemeinsam unter oder wir finden ein Modell der Kooperation, dass alle Kulturen, alle Religionen, alle Regionen und Länder auf dem Globus zusammenarbeiten für eine neue Zukunft, auch bei der ökologischen Krise. Das heißt, es gibt ohne dieses Bewusstsein One Human Family, was ein katholisches Dogma ist, Humani Generis Unitas, die Einheit des menschlichen Geschlechts. Aber ohne dieses kraftvolle Bild, das auch eigentlich ein Hoffnungsbild sein soll und ein Bild, das eine neue Form von globaler Kommunikation Kooperation in Freiheit möglich macht. Lokales Handeln, globale Verbundenheit, Erfahrungsaustausch, Bewusstsein des gemeinsamen Schicksals auf diesem Lebensraum Erde. Das hat der Bischof von Rom, Franziskus aus Argentinien, in seiner Ökologie-Enzyklika schon in den Vordergrund gesetzt. Und wir fanden, dass auf dieser Friedenskonferenz das auch ganz deutlich als kraftvolles Bild für eine vielleicht neue menschliche Epoche von Non-Violence, von intelligenten, gewaltfreien Strategien hilfreich wäre. Katholisch heißt ja, wenn man es wörtlich übersetzt, weltumspannend. Eigentlich gibt es von dieser Seite her nur noch eine Weltinnenpolitik, wo es darum geht, wie wir uns als Schwestern und Brüder miteinander auf diesem Globus so bewegen, dass es menschlich zugeht. Wenn ich da vielleicht noch was zu sagen darf, katholisch ist absolut keine Konfession. Also man kann die Monstranz als Frömmigkeitsform gutheißen, die liturgischen Formen, aber katholisch ist wirklich etwas ganz anderes, ist der Blick auf das Ganze. Und das heißt auch nicht, die anderen zu missionieren, auch wenn Katholiken heute über 1 Milliarde sind. Was sie mitteilen können, ist ein Austauschmodell wie in der frühen Kirche, dass jeder vor Ort seine eigenen Wege gehen kann in Freiheit, aber sie global kommuniziert und miteinander verbunden ist. Das heißt auch kein Zentralismus. Eine zentralistische Weltkirche kann dieses neue Modell gar nicht fördern. Und ein Tisch, an dem alle Platz haben, wo keiner ausgeschlossen ist und alle satt werden, das ist für mich das Bild, gerade ja im Zentrum der Kirche ist ja die Eucharistie. Du bist Mitarbeiter des Jungen Ökumenischen Instituts für Friedenstheologie, das können wir auch mal einblenden. Ein Lamm, was das Gewehr zerbricht, ein pazifistisches Symbol, und arbeitest seit 2020 an dem Projekt Kirche und Weltkrieg. Auf eurer Internetseite bezieht ihr euch auf den Theologen Heinrich Misalla. Worum geht es bei diesem Projekt Kirche und Weltkrieg, das jetzt seit einigen Jahren oder seit einiger Zeit dein Schwerpunkt geworden ist? Vorausschauend war natürlich 2020 schon daran gedacht, dass das 80. Gedenkjahr in diesem Jahr des Vernichtungskrieges gegen diese Sowjetunion kommt. Aber grundlegender geht es darum, die deutsche Kirchengeschichte, beide Großkirchen und ihr Verhalten in zwei Weltkriegen unter die Lupe zu nehmen. Und die Berufung oder die Verehrung an Heinrich Misalla, der 2018 gestorben ist, ist nicht ohne Grund, denn er gehört seit 68 zu den katholischen Theologen, die unermüdlich auch gegen den Mehrheitsstrom diese dunklen Abgründe der kirchlichen Kriegsassistenz aufgearbeitet haben. Er war Professor.
Und er hat noch kurz vor seinem Tod einen Brief an die deutschen Bischöfe geschrieben und hat gesagt, es ist doch jetzt endlich die Zeit gekommen, dass ihr einseht, dass die Kirchenleitung in die Irre gegangen ist und das auch deutlich macht. Ganz folgenlos ist dieser Brief dann nicht gewesen. 2020 gab es tatsächlich eine zwar noch sanfte Antwort der Bischöfe, wo man sagen kann, ja, sie haben etwas zugehört. Die Idee jetzt dieses Projektes ist, also auch im Ökumenischen Institut für Friedenstheologie hat ja jeder seine eigenen Arbeitsbereiche. Ich glaube, dass diese geschichtliche Vermittlung ein wichtiger Baustein sein kann. Und die Idee ist, erstens Vorhandenes neu zu erschließen. Die Fachbücher sind teilweise so astronomisch teuer, also bis 100 Euro, dass die sich keiner kaufen kann. Die Quellenbände erst recht. Das heißt, wir erschließen ganz demokratisch in dieser Bibliothek, erstmal kostenlos in der Digitalbibliothek, Quellen und wichtige Forschungen, sodass jetzt keiner mehr sagen kann, ja, ja, das war ja alles nicht so schlimm, sondern man soll es wirklich nachlesen. Es soll dokumentiert werden, seriös. Und der Zweck dieses ganzen aufwendigen Geschichtsprojekts zur Historie der Kriegskirchen in Deutschland ist um der Zukunft willen. Das war der wichtigste Leitsatz von Heinz, mit dem ich im Alter befreundet war. Also Heinrich Missalla hat gesagt, wir machen das nicht als Selbstzweck, als historische Staubwedelei, sondern es geht darum, eine neue Zukunft zu eröffnen. Und zusammen unter anderem mit Professor Thomas Nauert, auch einem katholischen Theologen, der in diesem Ökumenischen Institut für Friedenstheologie sich engagiert, treibt er jetzt das voran und stellt diese Bände auch online zur Verfügung. Wir blenden sie mal kurz ein und vielleicht kannst du ein, zwei Sätze zu den bereits erschienenen Bänden sagen. Katholische Diskurse über Krieg und Frieden vor 1914. Ja, ganz spannend ist, dass zum Beispiel im katholischen Bereich während der Kulturkampfzeit, also da, wo Staat und Kirche sich fernliegen, erstaunliche antimilitaristische Bücher unter anderem von einem Jesuiten noch aus dem katholischen Bereich kamen. Und die preußischen Katholiken hatten wirklich dieses katholische Bewusstsein. Protestantismus und Erster Weltkrieg, das heißt, ihr bezieht euch nicht nur auf den katholischen Diskurs, sondern eben auch auf die evangelische Kirche, die habt ihr ja auch mit im Blick. Ja, Protestantismus und Erster Weltkrieg, das ist zum Beispiel mit den Hamburger evangelischen Geschwistern zusammen entstanden, die da auch schon gearbeitet haben und wir haben weitere zur Quellendokumentation gefragt. Das heißt, wir erfinden nicht überall das Rad neu, sondern führen auch zusammen, wo Leute schon kompetent an Sachen gearbeitet haben. Und natürlich ökumenisch, weil es betrifft beide Kirchen. Das ist jetzt nun mal ein ganz schlimmes nationalprotestantisches Kapitel. Weiterer Band, Katholizismus und Erster Weltkrieg. Worum geht es in diesem Buch? Also hier sieht man, dass aus den militarismuskritischen Potenzen im 19. Jahrhundert eigentlich nichts mehr übrig geblieben ist. Die Katholiken im Kaiserreich hatten Minderwertigkeitskomplex, ihr seid ja nicht vaterländisch und so, aber hier übersteigen sie sich. Also Faulhaber, der spätere Kardinal in München, macht den Kaiser fast zur geheiligten Person. Also das ist schon wirklich götzendienerisch, was er auch als Militärbischof zum Besten gegeben hat. Also ich möchte sagen, genauso wie im Protestantismus, im Ersten Weltkrieg, die Quellen, die hier auf 500 Seiten dokumentiert werden, neben den Forschungsbeiträgen, auch aus Österreich, zeigen, dass das im Grunde genommen mit christlichem Bekenntnis nichts mehr zu tun hat. Es ist eine Nationalreligion. Ein weiterer Band wurde von euch genannt Weltkirche und Weltfriede. Wir sind ja sozusagen auf dem Weg von der Westkirche, die dominant war, zur Weltkirche. Worum geht es hier von Herrn Stratmann? Also Pater Franziskus Stratmann als Dominikaner war einer der wenigen, die aus dem Ersten Weltkrieg wirklich gelernt haben. Und das war das maßgebliche Buch für die katholische Friedensbewegung in der Weimarer Republik, die leider nur eine kleine Minderheit war. Ein wichtiger Protagonist wie Erzberger ist von den Rechtsradikalen ermordet worden. Und
Ich finde ganz toll, dass Thomas Nauert eben für die Reihe dieses Grundlagenwerk, das zeigt, es war wirklich ein Lernprozess möglich, wenn auch nur bei wenigen, auch eine Rückbesinnung auf die christlichen Grundlagen, ja, dass er das neu ediert hat. Endlich zugänglich, und ihr stellt ja auch die Bücher online. Ich möchte es nochmal betonen, man braucht es noch nicht mal kaufen, man kann es auch online lesen. Schriften über Krieg und Christentum von Adolf von Harnack, auch eine der großen Persönlichkeiten. Was hat euch bewogen, Adolf von Harnack wieder neu aufzulegen? Ja, das ist jetzt so ein kleines Steckenpferd von mir gewesen. Das heißt, das Steckenpferd ist 500 Seiten dick. Also erstens, Adolf von Harnack war derjenige, der 1905 wirklich ziemlich fundiert den Pazifismus der ersten drei christlichen Jahrhunderte aufgearbeitet hat. Und ausgerechnet er schreibt dann dem deutschen Kaiser den Entwurf für den Kriegsaufruf an das deutsche Volk. Es geht um Sein oder Nichtsein und so weiter. Das hat mich natürlich interessiert. Man versucht heute Harnack, weil er noch zu den Gemäßigten gehörte und hinterher dann auch der Weimarer Republik freundlich zugewandt war, es etwas zu verharmlosen, wie er sich an der deutschen Kriegsreligion beteiligt hat. Deswegen haben wir hier es unternommen, in diesem Sammelband wirklich alle Quellen auch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs mit den ersten Nachkriegsjahren zugänglich zu machen, dass man sich wirklich anhand der Originalquellen ein Bild machen kann, wie schlimm es wirklich war. Die Deutsche Evangelische Kirche und der Russlandfeldzug, du hast es schon genannt, am 22. Juni 2021 war der 80. Jahrestag des Überfalls auf Russland. Und ich vermute mal, hier tragt ihr zusammen, was speziell die evangelische Kirche dazu gesagt hat. In welcher Form? Ja, dieser Band zeigt, wie spannend eigentlich die Vernetzung ist, dass man guckt, wo haben andere Christinnen und Christen schon in der Vergangenheit gearbeitet. In diesem Fall ist das ein nonkonformer evangelischer Pfarrer Dietrich Küstner aus der Braunschweigischen Kirche. Das ist die Neubearbeitung einer Arbeitshilfe, die er schon 1990 vorgelegt hat, ganz bahnbrechend vor 30 Jahren, und es gab nichts vergleichbar Gutes, und viel Neues ist seitdem im Grunde genommen leider auch nicht erschienen, aber Dietrich Küstner hat ganz akribisch die Quellen rausgearbeitet. Man glaubt, dass beim Russlandfeldzug immer nur eigentlich die direkt Abgefallenen, die deutschen Christen, das alles unterstützt haben. Ist nicht so. Die sogenannte christliche Mitte und selbst Parteigänger der bekennenden Kirche haben diese ganze Militärreligion, diesen Militäreinsätze mitgetragen. Und weil Dietrich Küstner so wie andere später ich auch keine Lust mehr haben, sich mit diesen kirchlichen Selbstanbetern, mit diesen historischen Apologeten der Kirchengeschichte zu streiten, ist auch hier das wichtigste Medium Originalquellen. Und man darf nie vergessen, es war Hitler offenbar leicht, auch Christen beider Religionsgruppen, Protestanten und Katholiken, zu überzeugen. Es geht gegen den Bolschewismus, gegen den Atheismus. Das als eine Motivationsquelle, warum auch christliche Soldaten beider großen Konfessionen in diesen Krieg gezogen sind. Dietrich Küstner hat einen zweiten Band geschrieben, den man auch anders benennen könnte, nämlich Hitler als christlicher Staatsmann. Er möchte nämlich gegen diesen Mythos aufklären, dass Hitlertreue und Christentum sich real widersprochen haben. Die Deutschen waren zu über 90% noch Mitglieder der Großkirchen und haben in überwältigender Mehrheit diesen Kriegsführer Adolf Hitler mitgetragen. Und in seinen Quellen kommt zum Beispiel zum Ausdruck, dass sämtliche Fraktionen der evangelischen Kirche in einem gemeinsamen Aufruf zum Angriff auf die Sowjetunion, also das war der größte Genozid der gesamten Geschichte, wirklich gesagt haben, wir beten dafür, dass die deutschen Soldaten diesen Pestherd, damit war Russland gemeint, beseitigen. Und die Folge 27 Millionen Tote, der größte Blutzoll überhaupt eines Volkes in einem Weltkrieg. Die kirchliche Kriegshilfe im Zweiten Weltkrieg, Heinrich Misalla, wir haben ihn schon genannt, Professor, 2018 gestorben. Auch den Schatz habt ihr nochmal gehoben. Worum geht es in diesem Band? Ja, Heinrich Misalla hat dann
aufgearbeitet wie der Deutsche Caritasverband, der ja eigentlich der christlichen Nächstenliebe gewidmet ist, die Militärseelsorge mit einer sogenannten Organisation, nämlich kirchliche Kriegshilfe, unterstützt und insbesondere auch Schriftgut der allerschlimmsten Art, das ist Kriegspropaganda, besorgt und an die Front schickt. Und hierzu gibt es eine Fortsetzung, noch ein Quellenband und er hat hier die Militärseelsorge schon ganz gut erhellt in diesem Band, der 78 erschienen ist. Also wir werden am Ende alle fundierten Arbeiten von Heinrich Missala kostenfrei und in 9 Taschenbüchern zugänglich gemacht haben. Wir haben jetzt sehr viel über das gesprochen, was nicht gut gelaufen ist, wo sozusagen die Kirchen, und zwar beide großen Kirchen, ihre Grundwerte, feines Liebe, Nächstenliebe verraten haben. Und ihr macht es euch aber auch zur Aufgabe, zum Beispiel in diesem Band Frieden im Niemandsland, die Minderheit der christlichen Botschafter im Ersten Weltkrieg, Stimmen zu suchen und zu finden, die ganz bewusst gegen die Weltkriege, sowohl den Ersten wie auch den Zweiten, opponiert haben und dafür manchmal sogar mit dem Leben bezahlt haben. Gibt es Stimmen oder auch Personen, die du aus diesem Band uns und den Zuschauerinnen und Zuschauern nennen kannst? Ja, also mit Hilfe von Forschenden aus dem Internationalen Versöhnungsbund, der uns beiden als Mitgliedern ja gut bekannt ist, Ebert Bürger aus Magdeburg, der mit mir nicht verwandt ist, war es also schon möglich, vor allen Dingen im evangelischen Bereich diese winzige Minderheit im Ersten Weltkrieg hier einzuführen. Und wir haben jetzt aber auch die sogenannten Friedenspfarrer seit Ende des 19. Jahrhunderts. Man muss nur sagen, dies war eine so verschwindende Minderheit, dass wir diese Überschrift gewählt haben, Frieden im Niemandsland. Also, und die brauchten auch gute Nerven, wie Otto Umfried und andere, um gegen den Mehrheitsstrom zu schwimmen. Und der deutsche Pazifismus war sowieso im 19. Jahrhundert im europäischen Vergleich, etwa zum angelsächsischen Bereich, sehr schwach ausgebildet. Also auch da standen sie schon gesellschaftlich in der Minderheit. Es geht jetzt in der Weimarer Zeit weiter. Jetzt eben haben wir schon einige Namen genannt. Wir müssen jetzt natürlich auch bei diesem Versagen, zweiten großen Versagen ohne Lernen der Kirchen im Zweiten Weltkrieg, um nicht depressiv zu werden und um aus der Geschichte jetzt für die Gegenwart auch Modelle zu haben, die uns erstmal weiterführen, die eine Richtweisung sind und uns auch lernfähig machen, wie man in solchen Minderheitspositionen im Zweiten Weltkrieg uns auch die kleine Minderheit angucken, die gegen den Strom geschwommen ist. Ich glaube, es waren mindestens 10.000 Kriegsdienstverweigerer, die auch hingerichtet wurden im Zweiten Weltkrieg. Einer davon war Franz Jägerstätter, den wir hier sehen. Es war ein amerikanischer Professor Gordon Zahn, der ihn sozusagen wiederentdeckt hat mit diesem Buch Erfolgte seinem Gewissen. War für mich auch persönlich in meiner Vorbereitung zur Kriegsdienstverweigerung ein ganz wichtiges Buch. Wer war Franz Jägerstätter? Was ist sein Zeugnis? Ganz erstaunlich, dass ein einfacher Bauer in Oberösterreich, der dann schließlich in glücklicher Ehe mit 3 kleinen Mädchen gelebt hat, seine Frau Franz und Franziska hießen sie, das waren einfache Leute, aber auch fromme Leute. Er war als Jugendlicher also durchaus lebensfroh, also kein Frömmler oder Lebensverachter. Und er kommt auf einmal in den, ihm kommt auf einmal ganz klar eine Stimme in den Sinn, ich kann doch diesem Mann Adolf Hitler den Treueeid nicht führen. Er sucht Rat beim Dorfpfarrer. Er geht sogar bis zum Bischof in Linz, der später also kriegsfreundliche Hirtenbriefe schreiben wird. Und alle sagen ihm, du musst den Eid leisten, die bringen dich um, nicht? Und du hast ja eine Familie. Und gemeinsam mit seiner Frau geht er wirklich diesen Weg, dass er sich bis zum Schluss, bis zur Hinrichtung in Berlin-Brandenburg, weigert, diesen Eid zu leisten. Also selbst die Seelsorger auf dem Weg unterstützen ihn nicht. Seine Frau hat es schon verstanden, die hat ihm schon Stärke gegeben.
Man kann das pathetisch in einem großen, wahnsinnig spannenden Hollywood-Entertainment-Film drehen. Das ist jetzt aber nicht geschehen. Ich habe jetzt hier den neueren Film Ein verborgenes Leben. Ellenlang, 3 Stunden lang, ist überhaupt nicht kurzweilig. Und da ist dieses Alltägliche, diese Entscheidung durchzuleben, wird super gut vermittelt. Aber um es auf den Punkt zu bringen, bei Jägerstätter, er ist inzwischen selig gesprochen. Und seine Frau Franziska war bei der Seligsprechung mit dabei. Das heißt, er ist für die ganze Kirche ein Vorbild. Es nützt aber nichts, diesen einfachen Bauer selig zu sprechen, weil er klar erkannt hat, dass der Zug des Todes der Nationalsozialisten in den Abgrund fährt. Sondern man müsste gleichzeitig als Kirche auch sagen, Lehrer Jesu für die Kirche ist dieser einfache Bauer gewesen, aber nicht die studierten und promovierten Bischöfe, die nämlich in Österreich und in Deutschland, bis auf eine einzige Ausnahme der Berliner, alle in die Irre gegangen sind und die Gläubigen fehlgeleitet haben. Und das ist, glaube ich, das wichtige Erkenntnis von Franz Jägerstätter für die ganze ökumenische christliche Bewegung, aber auch für die nichtchristliche. Jetzt gibt es in Deutschland in der Diskussion immer wieder einen Namen, Bischof Clemens August Graf von Galen, der Löwe von Münster, der als Beispiel angeführt wird, weil er sich für Menschen damals unwertes Leben eingesetzt hat gegen die Euthanasieprogramme. Wie ist er aus heutiger Sicht einzuordnen in dieser ganzen Thematik, über die wir jetzt sprechen, Kirche und Weltkriege? Also wie Jägerstätter ist tatsächlich Graf von Galen, der Bischof von Münster, auch selig gesprochen. Und man blickt darauf, er war tatsächlich in einer Frage mutig. Nämlich vor jeder Tür eines Bischofshauses, auch in Westfalen, wurden Behinderte und sogenannte nicht lebenswerte, kranke, alte Menschen ermordet. Und ich sage jetzt mal etwas seit Alters her, das ist das Selbstverständliche, dass ein Bischof, wenn vor der Tür die Menschen ermordet werden in der Nähe, dass er da seine Stimme erhebt auf der Kanzel. Aber das haben nicht alle Bischöfe gemacht. Und von Galen hat es am besten gemacht. Er ist wirklich auf die Kanzel gegangen und hat gesagt, da ist der Bauer so und so, hat den Namen genannt, der ist in der und der Heilanstalt. Wenn ich nächsten Sonntag predige, wird er nicht mehr da sein, dann wird man ihn ermordet haben. Das war beeindruckend und dieses Zeugnis ist nicht klein zu reden. Aber bei unserem Thema Clemens muss man sagen, dass von Galen zu den schlimmen Nationalisten und Militaristen gehörten. Deswegen wäre es wirklich schlimm, wenn das kirchliche Selbstlobkollektiv ihn jetzt auch noch heilig spricht, dass er Vorbild für die ganze Weltkirche wäre. Er hat nicht den Krieg als Ganzen in Frage gestellt. Nein, im Gegenteil. Als 1939 der Überfall auf Polen war, sofort mit Morden an Hunderten von polnischen Priestern. Also, und das war sofort mit Shoah verbunden. Die Juden in Polen wurden sofort massakriert. Da sah er das als einen gerechtfertigten Krieg an zur Revision des Versailler Vertrags. Und als am 22. Juni 1941 der Überfall auf die Sowjetunion kam, da zeigte er sich vollkommen im Einklang mit der offiziellen antibolschewistischen Begründung. Dass das ein völkermörderischer Lebensraumkrieg war, hat er nicht realisiert. Im Gegenteil, mit Zeitzeugen haben nach dem Krieg sogar betont, dass er einfache Gläutepriester, die ihm vom Verbrechen an der Ostfront erzählt haben, gesagt haben, ihr dürft da nicht agieren. Auch dort nicht meine Hirtenbriefe gegen die Behindertenmorde an der Front verteilen. Das ist wehrkraftzersetzend. Er wollte bis zum Schluss ein Sieg von Hitler-Deutschland. Er war zu Tode betrübt, als die Alliierten einmarschierten. Das ist die Schattenseite. Es gab katholische Historiker, die das also noch bis zum letzten Jahr hin versuchten zu rechtfertigen. Aber die Quellen, Clemens, sind eindeutig. Wir werden sie in unserer Reihe ungekürzt für jeden auch im Internet abrufbar noch edieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass es die Originalquellen gibt, die ihr über diese Reihe jetzt eben auch sammelt. Du hast Erzbischof Lorenz Jäger auch untersucht, das ist ein Buch allein ihm gewidmet, Kriegsbischof der Deutschen Blutsgemeinschaft. Worum geht es in der Auseinandersetzung mit diesem Militärbischof?
Vielleicht in zwei Sätzen zum Hintergrund. Vor 5 Jahren hat eine demokratische Initiative in Paderborn, das ist die linke kommunalpolitische Fraktion da gewesen, eine Initiative gestartet, die Lorenz-Jäger-Ehrung im öffentlichen Raum zurückzunehmen. Arno Klönne, ein linkskatholischer Soziologieprofessor, war schon wirklich schwer todkrank und hat dann angeregt, Peter Bürger soll euch beraten. Habe ich gerne gemacht. Und der Rat, also bis hin zu bürgerlichen FDP-Leuten, die bei der katholischen Kirche ihr Brot verdienten, das wurde alles abgeschmettert und die Argumente wurden nicht gehört. Die Kirche hat tatsächlich, der Bischof hat eine historische Kommission eingesetzt, aber ausgerechnet das Kriegskapitel und NS-Kapitel von der eigenen kircheneigenen Fakultät untersuchen lassen. Und die haben 2020 ihren Band vorgelegt. Also mit einer Unverschämtheit sondergleichen, wie sie polemisieren gegen den mit mir befreundeten Wolfgang Stüken, der in den 90er Jahren als Publizist das erste wirklich kritische Buch zu Jäger gemacht hat, und auch gegen mich. Aber der Versuch, ihn zu rechtfertigen, scheitert auf ganzer Länge. Also die kirchliche Strategie ist ja immer, er war kein Nationalsozialist. Das war aber gar nicht die These der Kritiker, sondern die These der Kritiker war, er war Nationalist und Militarist und er hat die verbrecherischen Kriegsaktivitäten des nationalsozialistischen Staates mitgetragen, propagandistisch. 3 Beispiele. Seine erste Fastenpredigt nach seiner Bischofsernennung spricht schon Anfang 1942 mit Blick auf die Menschen von Russland, ja, die hätten ja fast ein Niveau unter den Tieren erreicht. Das war also die schlimmste antibolschewistische, rassistische Propaganda, die er da übernahm. Und Russland wäre auf Judas gebaut. Also da klingt eindeutig der Antisemitismus mit an. 1943 hält er in Fulda vor mehreren tausend Gläubigen für die gesamte Bischofskonferenz eine Predigt, wo er sagt, wir deutschen Bischöfe sind mit euch deutschen Brüdern und Schwestern eines Blutes. Das ist der Terminus für Arier gewesen. Ja. Die Kritiker wie Bischof Preysing wollten sagen, wir wollen eintreten für die, die nicht unseres Blutes sind. Damit waren die rassisch Verfolgten gemeint. Er predigt das genaue Gegenteil und sagt zum Beispiel einen Satz in seiner Predigt, der hinterher auch in Hirtenworten nochmal reinkam. Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Da spricht natürlich ganz klar der ehemalige Militärseelsorger und was die Paderborner Forscher zum Kirchenselbstlob oder zur Verteidigung nicht bedacht haben, genau diese Wendung eines Arbeiterdichters, Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen, war die wichtigste Stalingrad-Propaganda des Regimes. Man muss einfach nur die Quellen in Bezug nehmen zu der Zeit. Also Lorenz Jäger, ich nenne ihn Bischof der deutschen Blutsgemeinschaft, für mich ein Heretiker sondergleichen, der traf sich auch mit nationalsozialistischen deutschen Christen, einem Thüringer Bischof und so fort. Auch hier hilft nur, Clemens, dass wir die Quellen nochmal neu erschließen und diese zeitgeschichtlichen Bezüge, die man natürlich wegstreichen muss, wenn man die Geschichte der Kirche verteidigen will, dass wir die wirklich zu den Quellen setzen. Und dieses Furchtbare, was wir wissen, Stalingrad, du hast es genannt, dort haben deutsche Soldaten 1,2 Millionen Menschen allein in dieser Stadt umgebracht. Und von den 250.000 deutschen Soldaten, die in Stalingrad eingesetzt und gemordet haben, unter General Paulus, sind gerade mal 6.000 zurückgekehrt. Du hast noch eine weitere historische Figur eng untersucht, den katholischen Feldbischof der Wehrmacht Franz Justus Rakowski. Was ist zu ihm zu sagen? Auch er spielt ja bei eurem Projekt eine wichtige Rolle. Ja, wir haben jetzt in diesem Jahr erstmalig wirklich alle Quellen, die zugänglich sind, zu ihm. Also auch die Zeitschriftenaufsätze für eine Soldatenbeilage ediert. Das ist allerdings historisch schon unstrittig, dass er derjenige deutsche Bischof ist, der am deutlichsten wirklich die Hitler-Devotion in nahezu jedem Text eingebracht hat. Der Quellenband ist fast 600 Seiten lang mit Pionierbeiträgen von Missalla und einem Theologen Appold aus Essen. Was auffällig ist, dass in diesen vielen 100 Seiten nicht eine einzige Passage kommt, in der man sagen
könnte, hier wird die Botschaft des Jesus von Nazareth wirklich vermittelt. Es kommt viel katholische Frömmelei vor, also das Sakrament wird genannt und das Opfer und alles, was der Kriegsapparatur sinnvoll ist. Also das sind eigentlich alles religiöse Fetischen, auch viel Kitsch und die deutsche Weihnacht. Also es kommen viel Sexualskrupel vor, also man kann meiner Meinung nach auch psychologisch über die Persönlichkeit von Rakowski viel aus diesen Texten lernen. Wir wissen nämlich wenig über seine Biografie. Also das ist das Erste, dass ich mir verspreche, dass durch diese neuen Quellengrundlage wirklich auch theologische Erkenntnisse kommen, auch für die Kriegskomplexe. Wichtig ist, dass er im Grunde genommen ein Scharlatan war. Er hatte kein Abitur und es ist nicht nachgewiesen, wo er wirklich seine theologischen Abschlüsse macht und trotzdem hat der Vatikan ihn zum Militärbischof ernannt. Das ist unglaublich, das ist im Grunde genommen eine Scharlatanerie. Die Generäle kamen zum Nuntius und sagten, danke, dass wir diesen Feldbischof haben. Also das deutsche Militär wollte ihn und er hat sie auch nicht enttäuscht. Im Fokus jetzt diesen Jahres 2021, 80 Jahre Gedenkenüberfall auf Deutschland, steht dieser Vernichtungskrieg. Wird das in euren bisherigen Bänden auch berücksichtigt? Was arbeitet ihr dazu? Ja, ich habe ja jetzt bei mehreren Persönlichkeiten schon anklingen lassen, dass mit Juni 1941 nochmal eine Veränderung in der kirchlichen Kriegsassistenz kommt. Also beim Überfall auf Polen, de facto haben sie schon gesagt, das ist gerechtfertigt, auch wenn der Terminus gerechter Krieg nicht von den Bischöfen offiziell so verwendet wurde oder nur von Bertram in einem einzelnen Text. Aber beim Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion, da erklärten die deutschen Bischöfe, das haben wir ja im Grunde genommen schon seit über 10 Jahren schon in der Weimarer Republik gepredigt und jetzt kann sich also der Staat von Adolf Hitler, der Nationalsozialisten, voll auf die Kirche verlassen, dass wir bei der Vernichtung des gottlosen Bolschewismus komplett mit dabei sind. Eine Steigerung. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir in der Quellenarbeit, deswegen müssen wir hier auch weitermachen, nachweisen, dass Rakowski mit seiner offensichtlichen Kriegsreligion nicht die große Ausnahme war, sondern dass eben auch andere wirklich nennenswerte und nach dem Krieg geehrte Bischöfe, nicht nur Galen, in ihren Hirtenbriefen wirklich diese Kriegsstützung für die Sowjetunion gemacht haben. Was wir heute sagen können, aber durch jahrzehntelange Verteidigungsgeschichtsschreibung ist das nie so deutlich geworden. Die Kirche gehörte zu den Stellen, die am besten über die Kriegsverbrechen an der Front informiert waren. Dass deutsche Wehrmachtssoldaten im großen Maßstab zehntausende Morde sofort in den ersten Wochen in der Sowjetunion an Juden und natürlich an ganzen sogenannten slawischen Untermenschendörfern beteiligt waren. Die Wehrmachtsseelsorger wussten es, die Bischöfe wussten es, der Bischof von Rom, also der Papst, wusste es. Es ist erschreckend, wie sie geschwiegen haben, wie sie die Opfer noch nicht mal beim Namen genannt haben. In keiner päpstlichen oder bischöflichen Verlautbarung kommt die größte Opfergruppe Juden beim Namen. Man spricht von rassisch Verfolgten, aber man spricht unsere Glaubensgeschwister nicht beim Namen. Das heißt, hier tun sich Abgründe auf und ja, Clemens, in diesem Projekt, weil es ja auch zum 80. Jahrestag des Vernichtungsfeldzuges ist, werden wir noch viele kirchliche Originalquellen erschließen, damit wir uns einfach nicht mit den Rechthabern mehr rumstreiten. Das ist unfruchtbar. Wer lesen kann, erfährt mehr über die Geschichte und diese Quellen. Wir können nicht in die Seelen reingucken, das kann nur Gott. Wir können nicht in die Seelenlage der Kriegsbeteiligten damals reingucken. Aber die historische Grundtechnik und Voraussetzung ist, Quellen zu erschließen und zu lesen und die dokumentieren, die Kirche war Teil des Kriegsapparates. Und daraus zu lernen, nie mehr wieder die Gewissen zu beruhigen oder auszuschalten, sondern die Gewissen zu schärfen,
Das wäre ja eigentlich auch das Lernziel für heute. Letzte Frage für das Jahr 2025. Habt ihr einen Abschluss dieses Projektes Kirchenweltfriede anvisiert? Worauf läuft das in 2025 hinaus? Hast du eine Vision für dieses Jahr? Also erstens hoffe ich, dass wir bis dahin noch wirklich viel lernen, auch auf der Sichtung des Minderheitenwiderstandes. Ob wir so gut werden wie ein Buch, das ich hier empfehlen möchte, nämlich Helmut Kirz, Pax Christi Rottenburg, die Bistumsgruppe, das ich sehr empfehle, weiß ich noch nicht. Also, aber wir werden bei den widerständigen Modellen weitermachen. Aber es gibt tatsächlich eine Vision für 2025. Das wird der 80. Jahrestag oder Jahresgedenken Ende des Zweiten Weltkrieges. Und Befreiung vom Faschismus. Clemens, wieso? Ich will jetzt einfach mal wie von Sinnen träumen und großsprecherisch sein. Das ist noch nicht organisiert oder so, aber es ist einfach so eine Vision. Wohin könnte es uns leiten? Und wir sind jetzt wirklich in einer brennenden Zeit bei der ökologischen Frage. Wir werden alle wichtigen Fragen der Menschheit nicht klären, wenn wir nicht Abschied von der Kriegsreligion nehmen, von dieser irrationalen Heilslehre des Militärischen. Die Kirchen müssten ein wichtiger Teil sein. Sie werden nicht der Hauptteil sein in der Zivilgesellschaft, aber als Christ wünsche ich mir, dass die Kirchen weltweit ein Teil zusammen mit anderen Religionen, Weltanschauungen, Bewegungen sind. Und dafür müssen sie erkennen, zumal hier in deutschen Landen, wie sie in der Geschichte im Grunde genommen sich in Epochen teilweise ganz von Jesus von Nazareth losgesagt haben, ihn komplett vergessen haben. Die deutschen Kirchen waren in zwei Weltkriegen faktisch, was die Kirchenleitungsebene angeht, nicht mehr existent. Und es wäre auch besser gewesen, also auch aus pazifistischer Sicht, es hätte diese Kriegskirchen, die den Apparat des Mordens gestützt haben, es hätte sie gar nicht gegeben. Also, und das sage ich als gläubiger Christ und als kirchlich orientierter, als wirklich kirchlich orientierter. Mein Traum ist, dass in der kurzen Zeit, die uns jetzt noch verbleibt, auch um Abschied vom Modellkrieg ein für alle Mal zu nehmen, weil wir kriegen die Umweltfragen nicht gelöst. Ja. Auch die Kooperation weltweit kriegen wir nicht gelöst, wenn weiter Atombomben gebaut werden, wenn weiter Konkurrenzmodelle und militärische Kontrollmodelle aufgebaut werden. Ich wünsche mir, dass beide deutschen Großkirchen als Kirchenleitung, als Synoden, als Versammlungen im Jahr 2025, und das muss jetzt so nahe kommen, weil der Globus brennt, dass sie wirklich gemeinsam erklären, wir vollziehen jetzt die Umkehr zur Friedenskirchlichkeit. Großkirchen in Deutschland werden sich an keinem Militär-, Kriegs- und Tötungsapparat mehr beteiligen. Wir werden nicht mehr assistieren. Wir werden der Zivilgesellschaft helfen, indem wir Kompetenzen für gewaltfreie Methoden auf alle Ebenen, ob es politisches Arbeiten, Zivilisationsgestaltung ist. Aber wir werden uns an diesem Kriegsprogramm nicht mehr beteiligen. Und unser Projekt Kirche und Weltkrieg wäre sozusagen für eine solche Konsultation, wo es erklärt wird. Und wir beginnen dann mal von unten, dass alle gutwilligen Christinnen und Christen diese Erklärung von unten starten und die Kirchenleitung dann 2025 nachziehen kann oben. Dieses Projekt wäre dann nur ein Baustein, nämlich vom Historischen her, für diese Konsultation zu sagen, hier sind die Akten, wo ihr nachlesen könnt, wie das Christentum in Deutschland sich in zwei Kriegen aufgelöst hat. Und das ist, wenn man so will, das sind die Gerichtsakten. Aber im Christentum will man ja nicht richten und urteilen und vernichten, sondern es gibt dann sozusagen einen Befreiungsspruch für diese Konsultation, keinen Vernichtungsgerichtsspruch. Und diese Befreiungskonsultation ist wirklich Rückkehr zur Botschaft Jesu, Rückkehr zur Praxis der ersten drei Jahrhunderte. Die Christen waren drei Jahrhunderte lang treue Verweigerer des Kriegsapparates, auch wenn es Christen in Polizeieinheiten gab.
politische Parteien heute pazifistische, die brauchen manchmal nur 20 Jahre, dann sind sie eingekauft von der Kriegsapparatur. Und eben Befreiung zur Weltökumene, weil dieser Weg, das ist natürlich ein globaler Prozess. Christen und andere Religionen auf dem ganzen Globus lernen, dass wenn wir weiterhin an diesem Modell Krieg festhalten und nicht wirklich die gewaltmindernden und befreienden Ressourcen der Religion entdecken, dann wäre es wirklich besser, dass die Religionen verschwinden. Also das ist die einzige Zukunft, die Religionen haben. Eine wunderbare Vision, ein wunderbares Schlusswort. Wir wissen beide bei dieser großen Vision den Bischof von Rom, wie du ihn genannt hast, Papst Franziskus, auch hinter uns, der gesagt hat, diese Wirtschaft tötet. Und es passt nicht zusammen, dass Christen in der Tötungsindustrie, in der Rüstungsindustrie arbeiten und gleichzeitig Christen. Das sind die Punkte, den Finger in die Wunde zu legen und sich von jeder Form von Gewaltanwendung, von militärischer Gewalt zu entfernen. Das wäre die Vision einer großen Konsultation. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie das angesprochen hat, ich möchte am Schluss noch einblenden, die Bücher von Peter Bürger sind bei Kirche und Weltkrieg zu finden und auch beim Ökumenischen Institut Friedenstheologie. Dort sind ja noch andere auch. Wir haben bereits die Reihe mit Thomas Nauert und anderen angesprochen. Sie sind als Book on Demand bestellbar, wer das lieber haptisch in der Hand hält und nachlesen möchte, aber auch kostenlos zum Downloaden oder am Computer sich anzuschauen. Ich danke dir, lieber Peter, sehr für diese Ausführungen heute zu einem spannenden Thema, das uns auch weiter begleiten wird. Und ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld.